Willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie am Freitagabend. SV Sandhausen gegen Eintracht Braunschweig. 0-2, der Endstand vor 2070 Zuschauern. Zu meiner Rechten begrüße ich herzlich den Trainer von Eintracht Braunschweig, Thorsten Lieberknecht. Zu meiner Linken unseren Cheftrainer Pavel Dotschev. Ja, Thorsten Lieberknecht hat das erste Wort. Bitte. Ja, das Spiel war ähnlich wie in Dresden. Wir haben in der ersten Halbzeit gegen eine starke Sandhausener Mannschaft viel Glück gehabt, dass wir nicht in den Rückstand geraten. Für uns ist es momentan so, dass wir uns die Punkte wirklich erkämpfen müssen. Heute sind es 3 geworden. Das ist natürlich für uns eine Riesengeschichte. Allerdings wissen wir auch, dass wir wieder besser Fußball spielen müssen, um in Zukunft dann auch mal wieder einen ordentlichen Sieg einzufahren. Aber wir nehmen die Punkte einfach mit. Wir können uns die Plattitüden hier rausholen. Wer im Abstiegskampf steckt, hat das Pech und wer oben drin ist, hat das Glück. Aber ich glaube, das ist nun mal so. Das ist im Fußball, kann man viele Dinge erklären. Und das ist so ein Ding, wo man nicht erklären kann. Sandhausen steckt im Abstiegskampf. Wir sind da oben jetzt im Aufstiegskampf mit dabei und hatten jetzt auch das Glück des Tüchtigen heute. Und eine Standardsituation, das wusste man, wenn da der Ball dementsprechend reinkommt, wenn wir mit Sicherheit dann auch unsere Chancen haben, weil wir das so ein bisschen als Schwäche ausgemacht haben bei den Sandhausenern. Das ist dann im Endeffekt auch gekommen. Ja, und dann haben wir das 2-0 noch gemacht. Das war, denke ich, auch wichtig, dass der Dame Franzisch, der reingekommen ist, ein bisschen Ruhe ins Spiel reingebracht hatte. Der schließt gut ab. Von daher sind wir mit den 3 Punkten natürlich sehr zufrieden und wissen trotzdem, dass wir weiter hart arbeiten müssen, weil uns auch in Zukunft nichts geschenkt wird, so wie heute hier in Sandhausen. Die Mannschaft wirklich sehr gut Fußball gespielt. Aber wir sind der glückliche Sieger, von daher fahren wir gerne nach Hause und dem SV Sandhausen wünsche ich alles Gute für die Zukunft. Danke. Thorsten Lieberknecht, vielen, vielen Dank. Ja, 90 Minuten sind um, 0-2. Pavel Dotschev, wie sieht das Fazit aus? Ja, ich glaube schon, dass wir vor allen Dingen die besseren Torchancen hatten und den Gegner kontrolliert haben. Das Problem bei uns ist ja, dass wir momentan von unserer Torschance zu wenig Tore machen. Das war auch gegen Wacker Burghausen so. Wenn ich jetzt heute das Spiel sehe und Wacker Burghausen, letzte 2 Spiele haben wir bestimmt 15 Torschancen gehabt. Wenn die Hälfte davon reinmachen, dann werden wir vielleicht heute auch nicht als Verlierer vom Platz gehen. Und das Spiel zu diesem Zeitpunkt stand schon auf der Kippe. Ich meine, sofern die Mannschaft, die in Führung geht, die gewinnt das Spiel. Das Glück hat die Mannschaft von Braunschweig durch Standardsituation am zweiten Pfosten langen Ball wieder reingekauft. Mehr oder weniger ein bisschen auch selber schuld, dass wir nicht aufgepasst haben. Ja, und dann sind die in Führung gegangen. Und dann haben sie einfacher gehabt, weil wir aufmachen mussten. Dann mussten wir Druck versuchen zu auszuüben und hoffen, dass wir vielleicht das Ausgleichstor noch machen. Und die Mannschaft von Braunschweig hat auch die Qualität, auch die Räume auszunutzen. Haben sie viel Platz gehabt danach und war natürlich schwierig, dagegen zu setzen. Und dann kommen noch die Fehler zum 2-0, wo, denke ich mir, dass schon die Entscheidung gefallen war. Und so gesehen finde ich sehr, sehr schade für meine Jungs, dass die so viel Aufwand getrieben heute wieder und sie nicht dafür belohnt wurden. Wir haben heute das 3. Spiel gehabt diese Woche und ich habe trotzdem auf dem Platz nicht gesehen, dass wir abgebaut haben, was mir auch als Trainer gefällt oder mir auch imponiert, dass die Mannschaft nach 3 schweren Spielen diese Woche, dass wir auch mithalten können gegen Tabellenführer und dass wir auch körperlich auch uns stabilisiert haben. Und ich weiß, dass wir unsere Punkte in der Zukunft holen werden. Inwobau. Ihr Partner von Anfang an. Inwobau, der Kunde und seine Wünsche stehen an erster Stelle. Inwobau. Über 3000 erfolgreich und pünktlich fertiggestellte Wohn- und Gewerbeeinheiten sind Garant für Inwobau. Sandhausen. www.inwo-bau.de.
Die Sparkasse. Der Sparkassencup. Der Sieger 2011. Der SV Sandhausen. Klar, das war mal wieder wichtig. Wir waren die einzige Drittligamannschaft und als Favorit gesehen haben wir auch gewonnen. Ja, es war ein Riesenerfolg. Also man sieht es an den Zuschauerzahlen gestern und heute. Ich habe ja zwei Mannschaften gehabt als Favoriten. Das war einmal die FC Astoria Waldorf und der SV Sandhausen und beide haben ein Finale gewonnen. Gemeinsam können wir viel bewegen. Sparkasse Heidelberg.